Der afghanische Geheimdienst NDS hat 4 Lehrer eines Jugendgymnasiums in Kabul festgenommen. Die Schule gehört der Firma Chaetim. Das Ereignis fand am Dienstag in den Morgenstunden statt. Bei den Lehrern handelt es sich um einen Afghanen und 3 Türken. Über den Verbleib der Lehrer ist nichts bekannt. Nachdem der Fall in den afghanischen Medien bekannt wurde, haben sich die Eltern in der Schule versammelt. Die Festnahmen fanden nur wenige Stunden, nachdem der Präsident des Landes, Ashraf Ghani, sich auf dem Weg zum Sondergipfel der Organisation für islamische Kooperation in der Türkei gemacht hat, statt.